dem Macstar hier. Und heute spreche ich natürlich mit einem neuen Mikrofon, Leute. Wir spielen heute natürlich CSGO. Ich wollte euch einfach nur noch sagen, schnell, dass ich mit einem neuen Mikrofon aufnehme, und zwar mit dem Rankforce-Mikrofon. Ich kann es euch gleich mal sonst in die Kamera halten. Ich vergrößere mal schnell das Bild, und zwar so sieht auf jeden Fall dieses Ding hier aus, dieses Mikrofon. Ich kann es jetzt auch nicht ganz hochstellen, weil es schon sehr, sehr mega hoch ist, wie es eigentlich nur geht. Ich kann es auf jeden Fall verschieben, verstellen und so weiter. Richtig geiles Mikrofon, und mit dem werde ich natürlich heute CSGO spielen, Leute. Und jetzt würde ich doch mal sagen, legen wir doch gleich mal los. Und zwar hat sich ein Zuschauer gewünscht, dass ich heute auf der Map Brick Competitive spiele. Und zwar würde ich doch mal sagen, wir beginnen doch gleich mal auf dieser Map mit einem Wettkampf, Leute. Ja, nicht wundern, wenn es vielleicht ein bisschen rauscht wegen meinem Zimmer und so weiter. Das ist halt, ja, vielleicht ein bisschen Echo, aber ich hoffe, das ist jetzt nicht zu stark, weil ich natürlich auch die Lautsprecher, also ich meine die Lautregler hier und so weiter, sollten richtig eingestellt sein. So, wir spielen natürlich heute auf der Seite von den Terroristen zuerst. Ich bin natürlich mega gespannt, was speziell auf dieser Map ist. Ich denke, nicht viel. Natürlich starten wir jetzt wieder am Anfang wie gewohnt mit einer Pistole. Nämlich war das ein Zuschauer, der sich diese Map gewünscht hat. Leider, ich wollte den Kommentar nochmals anrufen, damit ich euch sagen kann, welcher Zuschauer das war. Aber falls ihr natürlich noch mehr Mod-Vorschläge habt für CSGO, schreibt sie auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall danke an diesen Zuschauer, der diese coole Idee hatte. Ist wirklich eine super tolle Map, muss ich jetzt mal sagen. Ja, ich probiere jetzt mal mit der Pistole. So, die erste Runde haben wir gewonnen, Leute. Souverän auf jeden Fall. Ich würde doch mal sagen, ich nehme jetzt doch nachher gleich mal ein Sturmgewehr. Ja, oder eine MP. Ja, besser eine MP natürlich. So, ich starte jetzt mal gleich mit der großen MP natürlich. Und ja, ich hoffe, euch gefällt mein neues Mikrofon. Wirklich mega toll. Ich feiere es natürlich enorm, Leute. Wirklich mega, mega cool. Die Lautsprecher sollten die normalen Standard-Lautsprecher sein. Es kann sein, dass es ein bisschen zu leise ist oder vielleicht auch ein bisschen zu laut. Aber ich habe das Ganze natürlich so gut eingestellt, wie es nur möglich ist. Oh, da hat wieder jemand eine Bombe gesetzt. Ja, was gibt es viel zu dieser Map zu sagen? Was ich halt einfach richtig toll finde, was auch wirklich auch Spaß macht, diese Gebäude, Hallen und so weiter mit diesen Scheiben. In dieser Map ist es übrigens jetzt auch möglich, dass man auf dieser Competitify, nicht nur bei der Green School Competitify, auch auf dieser Competitify ist es also möglich, dass man Scheiben zerstören kann. Nämlich wirklich richtig cool gemacht mit dem Autoschrottplatz hier. Habe ich jetzt nicht gedacht, dass das so ist. Aber ich muss sagen, also die Map an sich ist wirklich mega cool. Und es steht jetzt mittlerweile auch 1:1, Leute. Ich habe natürlich die Schwierigkeitsgrad wie immer wieder auf schwer. Wenn ich heute vielleicht besser werde, vielleicht habe ich mir überlegt, vielleicht wenn wir dann später noch kurz auf Experten spielen. Aber zuerst möchte ich jetzt mal ein paar Runden natürlich spielen, bevor es soweit ist. So, okay, alles klar. Ja, an sich ist eigentlich diese Map nicht gerade besonders sehr, sehr groß. Sie sieht aber schon groß aus, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und schade, dass man diese Scheiben nicht zerstören kann. Leider kann ich jetzt gar nicht auf das Dach laufen. Okay, ich probiere mal ein bisschen Distanzschüsse zu machen. Sollte eigentlich schon gut gehen. So, lalalala. Okay, was haben wir dann als nächstes? Wo ist... Ah, da haben wir den nächsten Gegner. Da haben wir den nächsten Gegner. Komm her, komm her. Okay. Schnell. Wo ist... Hallo, bin ich blind? Oh, sofort den Sterben. Ja, die Terroristen haben gewonnen, Leute. Hätte ich die Bombe früher entschärft, hätte unseres Team gewonnen. Aber leider haben jetzt die Terroristen mich zuerst... Also der Terrorist hat mich leider jetzt zuerst gekillt. Ja, ich freue mich natürlich auch schon auf das nächste Let's Play von Fortnite und auf den nächsten Livestream mit diesem neuen Mikrofon. Wirklich mega, mega toll, und ich hoffe, es gefällt euch auch. Auch wenn es vielleicht zwischendurch, ich verwende das ganze Mikrofon natürlich ohne Popschutz, deswegen kann es natürlich sein, dass es ein bisschen anders klingt.
Aber auch mal so ist es schön. So. Komm her! Ich muss echt mal Distanzschüsse üben. Ich muss echt mal Distanzschüsse üben hier in CSGO. Okay Leute, ich muss ein bisschen meinen Arm ablegen da, weil da ist gerade das Kabel da vom Mikrofon. Habe ja eben ein bisschen Bedenken wegen dem Kabel, nicht, dass es irgendwie noch kaputt geht. So, ich lege jetzt mal ein bisschen meinen Arm weg und natürlich rutsche ich da ein bisschen noch weiter nach vorne. So, jetzt soll das auf jeden Fall ein bisschen besser gehen. Schön, was haben wir denn da als nächstes? Och nee, schon wieder. Ja, die haben mich jetzt wieder leider wohl zuerst getötet. Ja, ist dir wieder mal klar. Heute aber nicht wirklich ein gelungenes Spiel auf dieser Map. Also ich habe nicht gedacht, dass es so kompliziert wird, auf dieser Map zu spielen, Leute. Habe ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ja, es steht 4:1 für die Terroristen, Leute. Ich denke, das ist jetzt nicht der optimale Plan, zum auf der Schwierigkeitsgrad Experte zu spielen. So, okay, eine letzte Runde möchte ich noch auf dem Team von den Antiterrorien-Einheit machen. Aber Leute, ist mir jetzt scheißegal, auch wenn ich jetzt nicht gerade gut spiele, probiere ich es nachher auf Experte. Denn eben, man kann nicht immer gut sein. Verlieren gehört dazu zum Spielen. Dieser Meinung bin ich auch. Oh, den könnte ich vielleicht von hinten treffen. Ja, der hat mir wahrscheinlich voll wieder einen Headshot gegeben, bevor ich ihm einen Headshot geben wollte. So, okay. Ist natürlich eine Stufe einfacher für die Terroristen. Die können natürlich Bomben irgendwo setzen. Und dann muss ich sie zuerst noch entschärfen und dann stehen dann wieder 3-4 Terroristen wieder am selben Ort. Ist natürlich wieder mal klar. Okay, Leute, so. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig, weil natürlich eben die Terroristen einen Vorteil haben, zu meiner Bombe zu setzen. Natürlich kann ich sie wieder entschärfen, das ist ja natürlich auch wieder logisch. Aber da muss man zuerst auch mal rankommen, um die entschärfen. Dann hätte es einen Punkt gegeben für mich. Ich möchte jetzt natürlich wieder einen normalen Wettkampf starten. Es gibt nur diese Möglichkeit, ein Gelegenheitsspiel oder ein Wettkampf. Ich mache jetzt natürlich wieder einen Wettkampf, Leute. Und ich würde doch mal sagen, wir starten jetzt natürlich bei den Terroristen. Vielleicht wird es da ja einfacher, aber jetzt haben wir noch einen größeren, jetzt haben wir noch ein größeres Problem. Und zwar spielen wir jetzt auf Experten. Also die Gegner sind jetzt wirklich mega, mega stark. Und am Anfang starten wir natürlich jetzt wieder mit Pistole. Ob wir das in der ersten Runde hinkriegen, weiß ich nicht. So, ich gehe jetzt mal zu Platz B und möchte mal da. Ich gehe jetzt mal zu Platz B. Ich habe mich jetzt mal da probiert. Ich probiere es mich mal hier vorbei. Okay, den haben wir schön erwischt. Oh, da haben wir. So, Leute, ich habe die Bombe jetzt gesetzt. Und wir haben tatsächlich die erste Runde gewonnen. War gar nicht so kompliziert, ne? Vielleicht punkten wir ja jetzt auf dieser Seite. Okay, soll ich es mal mit der abgesägten Schrotflinte probieren? Ich mache es jetzt mal mit der abgesägten Schrotflinte, Leute. Ich probiere es. Wird vielleicht nicht easy für einen Anfänger oder für so einen Spieler wie ich, wenn man mit so einer abgesägten Schrotflinte spielt, wäre es vielleicht schon besser, wenn man eher ein Sturmgewehr nimmt, das natürlich ein bisschen sicherer ist. Aber ein Versuch ist es natürlich immer wert. Ups. Ja, komm her. Ja, bin jetzt auch gleich wieder down. So. Ein einziger kann nicht überleben und vor allem nicht, wenn noch drei. Ja, ist viel zu schwierig, Leute. Ist viel zu schwierig.
Aber wisst ihr was, Leute? Ich probiere jetzt mal Folgendes. Nämlich ist die Bombe, glaube ich, wurde noch gesetzt. Ich glaube, die Bombe ist noch da. Und von daher könnte es vielleicht einen Vorteil haben. Weil ich sehe, die Bombe wurde gelegt. Vielleicht haben wir... Oh Scheibe. Ich probiere jetzt mal zu flüchten. Okay. Ist ein bisschen schwierig, ne? Aber ich glaube, die Bombe wurde gar nicht richtig gesetzt. Ich glaube, das weiße Zeichen ist der Hinweis, dass die Antiterrorieneinheit, also die Bombe, wie soll ich sagen, zurückgesetzt haben oder nicht entschärft, sondern einfach entschärft oder zurückgesetzt in etwas. So, weiter geht's. Auf in die zweite Runde natürlich. Schön wäre es, wenn ihr mir mal ein bisschen Platz verschaffen würdet. So, immer schön zusammenhalten, Leute. So, ich gehe jetzt mal auf diese Richtung. Sehr schön. Okay, wenn man mit dem Team zusammenspielt, dann ist es natürlich wieder eine Stufe einfacher. Ich muss nur meine Teamkameraden suchen. Alles easy peasy, Leute. So, jetzt würde ich mal gerne, sehr, sehr gerne irgendwo... Oh, wir könnten zu A gehen. Soll ich zu A oder zu B? Ich glaube, B wäre vielleicht näher. So, ich zünde jetzt mal diese Bombe. Okay, ich habe jetzt mal diese Bombe hier gelegt. Die wird dann natürlich... Die explodiert dann. Okay, der hat mich jetzt leider erwischt. Oh, Scheibe, er will sie wieder entschärfen. Nein, das ist nicht gut. Wenn er die Bombe entschärft, dann ist es ein Punkt für die Antiterrorieneinheit. Sehr schön. Okay, die Bombe wurde noch nicht entschärft. Im richtigen Moment habe ich es noch geschafft. Ja, Mann, 2:1 für das Team von den Terroristen. So einfach kann es gehen, wenn man natürlich den Vorteil hat zum Bombenlegen und die Antiterrorieneinheit, die ganzen natürlich, also die ganze Bomben, wo gelegt wurden, natürlich wieder zurücksetzt oder wie man das auch immer nennt, dass sie eben nicht explodieren. Und wenn sie es dann entschärfen oder zurücksetzen, wie man das auch immer nennt, dann haben dann eben die Antiterrorieneinheit einen Punkt. Aber bis das eben möglich ist, braucht es natürlich schon eine Menge. Man kann es ja auch mal so probieren. Oh, das war schön, ey. Jetzt wird rasiert, Leute. Jetzt wird langsam rasiert. Also ich muss sagen, es gibt vielleicht eben nichts Spezielles auf dieser Map. Es gibt eigentlich sonst auch nie eigentlich sonstige Sachen Spezielles auf den Maps. Aber ich feiere es einfach auf diesen verschiedenen Maps zu spielen und zwar die Competitify Maps. Zuerst hatten wir ja Green School Competitify und jetzt haben wir noch hier diesen Competitify. Ich weiß nicht mehr, wie diese Brick Competitify. Oder Bridge Competitify. Ist natürlich besser. Ist natürlich wieder klar. Ups, den habe ich wieder übersehen, Leute. Den habe ich jetzt wirklich wieder übersehen. Ups, ja, komm her. Ich weiß nicht, wie die sich so schlau, elegant verstecken können. Ich finde es natürlich nicht so einfach. Komm, eine Granate! So, 3:2. Aber auf jeden Fall ist es jetzt sicher eine Stufe spannender. Und so langsam kann ich dieses Niveau eigentlich aushalten. Also habe ich damit eigentlich keine Probleme.
So, als letztes, ich würde sagen, wir spielen jetzt nochmals eine Runde und dann würde ich dann sagen, beende ich dann bald diese Folge. Ich probiere es jetzt noch einmal, einen Durchgang zu machen. Falls es zu kurz ist, machen wir nochmals eine Runde. Ich probiere jetzt natürlich wieder eine Bombe zu legen und probiere jetzt natürlich das Ganze. Jetzt muss ich halt ein bisschen defensiv angehen. Und wenn ich hier durchgehe, muss ich, glaube ich, nochmals eine Runde vielleicht starten. Okay, ich probiere es jetzt mit dem zweiten, falls nochmals einer geht. Okay, ja, der ist auch gleich down. Können wir vergessen? Okay, das war, glaube ich, nichts mit dem Bombenlegen. Wenigstens können wir immer noch die anderen Personen spielen. Okay, leider war es nichts mit dem Bombenlegen, aber trotzdem muss ich sagen, hat diese Map mega viel Spaß gemacht und vor allem auch mit diesen coolen Graffitis. Das ist natürlich nicht die erste Map, aber das passt zur Competitify Map, finde ich. Persönlich, jetzt mal ganz ehrlich gesagt. Ich gehe jetzt mal hier durch, auch wenn ich nicht mehr so viel Leben habe. Okay, das könnte noch spannend werden. Das könnte jetzt wirklich noch spannend werden. Es könnte vielleicht sogar ein Unentschieden geben. Das wäre natürlich auch mal ein schöner Abschluss. Ich probiere jetzt mal auf Unentschieden zu spielen. Okay, die Bombe wurde gelegt. Super Team, Kameraden. Leider muss ich jetzt auch eingreifen. Weil wenn ich nichts tue, dann kann dann wieder ein einer von der Antiterroreneinheit natürlich wieder diese Bombe stoppen und das wollen wir natürlich nicht, sonst haben dann die Antiterroreneinheit noch einen Punkt. So Leute, auch wenn ich nicht die Bombe gesetzt habe, hat ein Teamkameraden die Bombe gesetzt. Leider wurde sie jetzt nicht gesprengt, aber wir haben erfolgreich diese Runde gewonnen, Leute, und ich würde sagen, das war's auch schon für diese Competitify, also von dieser Bridge Competitify Map. Mir hat es natürlich mega gut gefallen, Leute, und ich bedanke mich natürlich an alle Zuschauer ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Abend, Leute, und würde sagen, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute, und tschüss.